Die Urlaubszeit beginnt und viele Biker stellen sich die Frage, wie sie ihre Räder mit dem Auto sicher ans Ziel bringen. Mit dem Veloboy haben wir einen Träger für den Fahrzeuginnenraum ausprobiert. Radtransport im und am Auto. So arg viele Möglichkeiten gibt es gar nicht, das Zweirad mit dem Auto zu transportieren. Dachträger, Heckträger oder Träger für den Innenraum. Mit dem Veloboy haben wir ein neues, praktisches Modell für den Innenraum ausprobiert. Das System steht auf einem Grundträger, von dem wir die Ausführung für maximal 2 Bikes ausprobiert haben. In dieser Variante kostet er 209,50 Euro und diversen Zubehörteilen. Die Gabelaufnahme Classic mit Schnellspanner oder für Steckachsen. Den Spanngurt, um die Gabel niederzuholen, den es im Set mit einer Gabelaufnahme mit Schnellspanner gibt. Den Spanngurt mit Schutzschlauch, um das Bike samt Veloboy im Fahrzeug zu sichern. Außerdem gibt es eine kleine Wartungsstütze, um zum Beispiel die Schaltung einzustellen. Der Clou am Veloboy ist die bequeme Befestigung des Bikes außerhalb des Autos. Danach klappt man die Stütze ein und schiebt den Träger samt Last in den Innenraum. Vorher muss das Vorderrad ausgebaut werden, damit die Gabel in die Aufnahme befestigt werden kann, und in den meisten Fällen muss der Sattel aus der Stütze gezogen werden. Falls das Bike vorne zu hoch ist, wird die Federgabel mit Hilfe des Niederholers eines Spanngurts mit Ratsche komprimiert. Das Ganze funktioniert auch ohne Probleme mit 2 Bikes. Ist der Veloboy samt Last im Innenraum untergebracht, wird die gesamte Einheit mittels eines Spanngurts gesichert. Eine Hülle um den Gurt schützt den Rahmen bzw. den Gurt, falls dieser über das Kettenblatt geführt wird. Das Ganze hält erstaunlich sicher. Das Vorderrad wird einfach lose im Fahrzeug untergebracht, bei Bedarf in einer Tasche. Wie alle Innenraumträger funktioniert der Veloboy nur in entsprechend langen Fahrzeugen. Auch kann ein dreckiges Bike das Auto verschmutzen. Außerdem beengt der Spanngurt den Innenraum. Taschen und Koffer sollten deshalb vor dem Verzurren des Veloboys eingeladen werden. Vorteile eines Innenraumträgers sind der hohe Diebstahlschutz und der unveränderte Luftwiderstand des Autos. Das Ausladen erfolgt umgekehrt und genauso unkompliziert wie das Einladen. Schönes Zubehörteil ist die kleine klappbare Montagestütze. Auf ihr platziert man das Innenlagergehäuse und bekommt so das Hinterrad frei für kleine Montagearbeiten wie Schaltung einstellen oder Kette ölen. Eine pfiffige Idee, spätestens beim dritten Mal sitzen alle Handgriffe. Den Veloboy gibt es auch für 3 Bikes und in einer klappbaren Variante.